Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Abend. Wir sind jetzt Abend, es ist jetzt 9 Uhr, endlich mal eine vernünftige Zeit mit einem Hundewurf. Und zwar, Kira, es ist soweit. Es geht jetzt los, live dabei und in Farbe. Rottweiler-Hündin, erste Mal wirft sie jetzt. Und Fruchtwasser kommt schon raus. Wie hat sich das ja heute jetzt geäußert? Also es ging ja schon seit 2 Tagen, ging das ja schon, dass man merkt, jetzt geht's los. Und zwar seit 2 Tagen nichts mehr gegessen, nichts mehr. Keine Kekse, kein Hundefutter, kein Hähnchen, was sie sonst gerne isst, gar nichts mehr gegessen, absolut nicht. Und dann ging sie ja dann los. Ui, Wasser schon kommen schon wieder. Ja, es geht jetzt los. Dann ging es ja jetzt los. Wir haben ja hier eine große Farm und da musst du sie erstmal suchen wieder. Ne? Hat sie sich irgendwo dann so ein Plätzchen jetzt gesucht, irgendwo unter den Gestrüpp oder die Bananenbäume schön schattig dann dabei, so Finger zu graben, da so coolen, ne? Mit zu graben dann. Ne? Und das seit 2 Tagen. Heute war es natürlich noch extremer, also heute war es wirklich ganz, ne? Und ganz aufgeregt, wirklich, also wollten nicht schlafen, tagsüber wollten nicht schlafen da, auch sonst hier, wenn wir dann abends hier vorm Fernseher sitzen oder so, anderen Hunde, die 2 schlafen alle da, sie überhaupt nicht dann da unterm Hecheln, weißt du, hecheln da, ne? Also da hast du schon jetzt gemerkt, jetzt geht's dann los. Okay, man macht es normalerweise, wenn man es richtig macht, mit Fieber messen, mit Temperatur gut messen. Und wenn dann die Temperatur 2 Grad runter ist, dann weißt du auch, jetzt geht's los dann da. Ne? Aber wenn du deinen Hund kennst, und du siehst ihn, wie er sich da jetzt verändert, dann siehst du das auch jetzt so dann da. Ne? Also, und ich sagte heute schon, heute geht's los dann da. Ne? Und ja, es geht wirklich los. Der Vater hier, er steht vor der Tür. Adolf. Der Sohn vom Thailand-Champion. Er darf jetzt aber gut nicht rein. Er darf jetzt nicht rein. Und sie will auch nicht, dass er reinkommt jetzt. Ne? Will er jetzt nicht dann. Also, jetzt würde ich sagen, Fruchtblase ist geplatzt. Und jetzt warten wir mal, was da jetzt kommt. Ne? Also, live dabei und in Farbe. Ja, wir haben ja so eine Wurfbox, habe ich mal jetzt geschweißt hier, weil hier in Thailand kannst du nichts kaufen dann da. Ne? Und habe ich mal selber was jetzt geschweißt. Da sieht man hier, Fruchtwasser ist jetzt geplatzt. Sie fängt an zum Lecken hier, sauber putzen dann da. Ne? Und ja, gleich geht's los. Alles gut. Eine Stunde ist jetzt vorbei. Tut sich noch nichts. Kann also bis zu 2 Stunden dauern, ne? Mhm. Bis sie da was tut. Aber fett ist die, ja? Geduld. Normalerweise macht die Hündin das ja alles selber, ne? Aber Porn ist dabei und falls mal was ist, ne? Kann sie helfen. Ist auch das erste Mal für sie jetzt hier. Ne? Ja. Kira. Ja. Es wird eine lange Nacht. Wir haben jetzt 1 Uhr nachts. 4 Stunden haben wir jetzt gewartet. 4 Stunden. Ich denke, jetzt geht's los. Ja, genau, leg dich hin.
Sie drückt, ja. Da kann ich jetzt nichts machen, ne? Da kann ich jetzt nicht sagen, hier sitzt oder geplatzt oder was. Genau, das muss sie selber machen. Ne? Ja, genau so, ja. Genau so. Oh, das wird dick, ja. Oh, das wird dick. Oh, sie drückt. Kommt mal nichts von. Warte noch. Jetzt, ja, komm. Jetzt kommt. Ja! Jetzt kommt. Lass. Ganz alleine. Jenny, nur weg. Ich mach die ganz alleine. Und die anderen zwei kriegen das auch mit. Nichts machen, das macht ihr alles selber. Das macht ihr alles selber jetzt. Sauber lecken. Das macht ihr alles selber. Nur wenn Schwierigkeiten kommen, dann sollte man eingreifen. Das kriegen sie mit, ehrlich doch. Immer, ne? Ja. Immer. Mann. Noch nicht. Das ist noch nicht sauber. Das macht ihr alles selber. Warte. Mama, ne? Ist auch immer wieder jetzt erstaunlich, ne? Wieso Tiere das alles wissen, das alles so können. Die wissen genau, was sie tun. Die wissen genau, was sie tun müssen. Nabelschnur ab, sauber lecken. Sogar wenn einer tot ist, sagt die Natur, die Hündin frisst den dann auf. Ne? Das ist normal, weil wenn einer tot in dem Nest liegen würde, und er würde sich ja dann gut verwesen und die anderen anstecken dann. Und deswegen frisst die Hündin dann, wenn einer tot ist, den dann auch auf. Ne? Oder auch das ganze wird Nest bauen, ne? Gut zwei Tage vorher schon, jetzt fangen die an wieder mit Wühlen da, ne? und so. Das ist wirklich, also es ist interessant, woher die Hunde das dann wissen. Ja, Instinkt ist klar, ne? Aber wo kommt der Instinkt her? Ne? Das ist schon wirklich Natur. Ne? So, da ist der erste. Noch nicht fertig. Die ist noch am Kauen. Da liegt er. Adolf haben wir schon. Adolf haben wir schon. Alles gut. Also, Adolfo. Adolfo. Oder Alex. Alex, wie heißt du? Alex haben wir noch keinen. Alex. Alex haben wir schon? Ja, Alex, wie heißt du? Oh, das wird ja schwierig. Adolfo. Letztes Mal auch, ne? Wie viel Uhr haben wir jetzt? Eins haben wir jetzt, sehr gut. Letztes Mal war es ja kurz vor 12. Immer so spät, mitten in der Nacht immer.
Alles gut, alles gut. Ja, der erste. Gut, so ein Wurf, so pro, was haben wir da ungefähr? Rechne mal so mit 8 Stück oder so, ne? 8 Stück, ne? Können aber auch, und was auch normal ist, ne? So, ja, 2, 3 Stück können auch Tote dabei sein, ne? Ist auch normal, ne? Die dann tot jetzt, dort da jetzt geboren werden. Ne? Schön sauber machen. Alles richtig, alles normal, alles richtig. Passt. Schön. Und dann warten auf den nächsten. Bis der nächste kommt, kann wieder 1-2 Stunden dauern, ne? Oder kommt jetzt zack, zack, ne? Das weiß man alles nicht, ne? Nein! Nein! Kannst du oder so, ne? Warte. Oh, kommt doch schnell. Oh, kommt doch schnell. Kommt doch schnell. Sie drückt schon. Genau. Sie drückt schon. Schon hin? Sie will winken. Schon, ja. Ein Duftdruck. Boah, ein Finger weg. Sie macht Schwanz hoch. Sie presst, ja. Da, kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Ja, auch nee. Jetzt. Gut gemacht. Die liegt sogar richtig hier drin. Boah, schon dick. Aufpassen auf einer kleinen. Ich will den kennen. Und das wird noch ein Rottweiler? Nein. Das wird noch ein Rottweiler? So, was haben wir hier? Was ist? Mann, again. Ist nicht wahr. Oh. Ist nicht wahr. Bum. Ja, mach ich. Ich kann es gar nicht sehen. Ja. Ja? Mann. 2-mal Mann schon. Ja, Thomas, ist für dich noch nichts dabei. Muss noch warten. Thomas wollte eine Dame haben. Sind wir erst noch blind, ne? Gut 2 Wochen sind die blind.
10 Zentimeter? Ja. Sicher. Oh, ich hab mal zu mir. Ah. Sendung weg. Frau, mein 10 Tage, ich meinte 14 Tage. Um den Dreh rum. Na gut, sie muss erstmal runtergehen, ne? Im Stehen ist schlecht. Fahren die runter. Kollege, drin bleiben. Wie du aussagst, wie die Mama, wie die Kira. Gleich erstmal raus, jawohl. Gleich erstmal testen, ob das so alles hier hundesicher ist. Hier. Ja, klar. Das wäre ich gerade gern hier. Wie die Mama hier. Alle Zäune testen. Ich glaube, sie erwähnen, ja. Gurschhalte, ja? Gurschhalte, ich pass auf, alles ist gut. Oh, die Augen leuchten aber schön gezielt. Oh. Bitte sehr, erstmal Pause, glaube ich. Sie macht jetzt keine Anstalten mehr, Kira. Die Kleinen sind so am Schreien hier. Gleichen, ja, gleich. Jeder weiß, was er irgendwo zu tun hat hier. Zack, dran, ne, und läuft. Ne. Das ist doch die Natur. Schon Ansprachen. Also jetzt warten wir schon fast eine Stunde auf Nummer 4. Kommt noch nicht. Ja. Oh, das ging aber schnell jetzt. Auf einmal ging es schnell, du. Oh, du brauchst aber jetzt lange, du, eine Stunde, ehrlich, du. Ja. Dann auf einmal, du Flupp, ist er da. Ja. Nummer 4. Nichts machen, Porn. Nichts machen. Das macht alles, Mama. Ach, das macht alles. Das macht alles klar. Ja, das macht alles klar. Achso, das sind die anderen jetzt da unten drunter. Ja, das ist mistig. Hol ich noch aus der anderen drei. Ja. Zwei, drei, vier. Und jetzt den Futter.
Frau oder Mann? Mann. Das kann doch nicht. Ja. Das kann doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Kira, was ist los? Vier Rüden schon? Ich werd bekloppt. Da werden nur einige Frauen noch drinstecken, du. Nummer 5. Aber jetzt geht's wieder schnell, ne? Zack, zack. Da war eine Stunde Pause zwischen. Zwischen jetzt der ersten drei und jetzt die zwei innerhalb von 10 Minuten, ne? Wow. Thomas, da ist sie. Da ist sie. Adolfine. Das erste Weibchen hier. Ich werde bekloppt. A-Wurf, gell, machen wir Vater Adolf, gell, machen wir Adolfine, ne? Ist doch auch ein schöner Name. Erste Weibchen, du, ich werd bekloppt. Ja, gut, dass du da schon mal deinen Daumen drauf hattest, du, ehrlich, du. Gesicht. Kann man gar nicht sehen hier, kann man gar nicht sehen hier. Gesicht hier. Eine Frau. Ich werde gelobt. Na, ich bin noch nicht fertig, ne? Frau Doktor, fühlen Sie noch mal. Wie viel haben wir noch? Jetzt kommt Frau Doktor hier. Frau Doktor. Und? Noch nicht touching. Okay. Frau Doktor sagt. Frau Doktor sagt. Nicht gesehen. Nee, gesehen bestimmt nicht, aber fühlen? Ist noch Leben drin? Na ja, Konrad. Ich muss schon zumachen. Die Krabben raus, du. Da ist schon Leben drin, ehrlich, du. Mann. Schon wieder eine Rüde. Ich werde bekloppt. Was für ein Wurf. Jungs und Mädchens, ich melde mich jetzt ab. Es ist 4 Uhr morgens jetzt. Ich bin jetzt echt kaputt. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. Porn macht hier jetzt weiter. Und aber ich mache erstmal, ich mache jetzt Pause. Da sind noch einige sicherlich noch drin. Ne? Und Porn hält noch die Stellung jetzt hier, aber sehen wir uns gleich wieder. Ich muss erstmal ein Nickerchen machen. Wir machen hier so Schichterei, machen wir jetzt. Ciao. Nummer 7. Bing, du, bing.
Bang, 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 Number 7, Mann, nicht faul. Mann. Number 8, Mann, nicht faul. Entschuldigung, Number 8, faul, nicht Mann. Guten Morgen, der Chefkameramann ist wieder zurück. Viertel vor acht, 3,5 Stunden Schlaf. Was tue ich nicht alles für meine Abonnenten? Also, die sehen hübscher aus als ich. Das sei mal ganz ehrlich, mein Gesicht ist noch nicht so kameratauglich heute Morgen. Aber da liegt die ganze Meute. Hat vorhin schon jetzt gezeigt, wie viel wir haben? 9. 9 Stück hat gezeigt, ja. Nummer 9, also Mann. Ja, dann hast, das heißt, wir haben nur zwei Frauen. Zwei Frauen. Zwei Frauen. Ach was. Kira, was hast du denn da gemacht, du? Was hast du denn da gemacht, Kira? So viel Mann. Nee, weiß ich nicht. Das kann sogar noch länger dauern. Ne? Wir hatten, 9 Uhr. Bei Ella war es sogar ein Tag später, ne? Kam noch was, oder? Da hatten wir auch jetzt gedacht, wir sind fertig. Und dann waren wir einkaufen. Und wir kamen wieder und da lag dann noch ein Toter noch da. Ne? Aber der war schon tot. Das war, also sie hatte auch, Ella hatte 3 Tote gehabt. Ne? Ja, 3 Tote. Drei Tote, aber sie hat keinen Toten. No, weiß er nicht. Man hat so Stücke nicht. Ach so, ja gut, das ist ja möglich, ne, dass die, ja. Dass noch ein Toter drin ist. Ne? Ja, das sieht doch alles gut aus. So, ich denke, jetzt ist aber rum. Dann haben wir jetzt hier schwarz-grünen Ausfluss. Schwarz-grün, das ist normal, das ist dieser Lochial-Ausfluss und abgestorbene mit Plazenta und naja, ich bin kein Tierarzt, ne? Aber das ist normal, ne? Das ist normal. Grün-schwarz. Das darf so aussehen, das ist alles richtig. Fütterst du schon zu? Hä? Fütterst du schon zu? Haben die Hunger? Mhm. Oh. Oh. Nicht genug. Nicht genug? Mhm. Ja gut, machst du wieder richtig schön, schön dick, gell? Machst ja, du richtig schön dick. So wie letzte Mal. Ja. Eine richtig schöne dicke. Wie viel Gramm vergessen? Ja gut, kommen nach die Tage an. Ne? Oh, wir haben noch gar nicht gewogen, ne? Ja. Ja, jetzt müssen wir auch noch machen. Mhm. Dann mal los. Ja gut, lass erst mal trinken hier. Und dann wiegen wir den mal. Mhm. Ist auch noch gut, was für denn? Ja. 9 Stück ist in Ordnung, das passt. 9 Stück. Ja. Schön. Das ist auch normal, dass Totgeburt kommt, sagte ich schon, ne? Am Anfang, also das ist nichts Ungewöhnliches. Und vor allen Dingen, wenn das jetzt in der falschen Reihenfolge kommt, ne, und der ist ja schon viel zu spät dran, der hängt dann wohl noch hinten drin. Dann gut. Ne?
Also waren es dann 10 Stück. Bei Ella letzte Mal waren es drei Tote. Ne? Drei Tote jetzt sogar. Es ist normal, also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, das ist, ne, gehört dazu. Weil jetzt normalerweise, wenn das grün-schwarze im Ausfluss kommt, dann ist normalerweise Schluss dann. Ne? Und das, was hinten rankommt, das ist halt dann tot. Ne? Mann. Natur, ich sagte am Anfang auch schon, also Kira würde das tote Welpen jetzt auffressen. Aber das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir werden den jetzt hier bestatten und dann ist das erledigt. Also das möchte ich doch nicht, dass sie dann da ihre eigenen toten Welpen auffrisst. Es ist Natur, ja, aber komm, das machen wir nicht. Ne? Nein. Wir werden den jetzt dezent beiseite legen und dann ist das gut. Ne? Also, jetzt würde ich sagen, jetzt ist vorbei, jetzt kommt nichts mehr. Jetzt haben wir 12.30 Uhr Mittag. Das heißt also, die eigentliche Geburt, Wurf hat dann gedauert so, sagen wir jetzt 6-9 Stunden. Ne? Ja, so. Na, würde ich mal so über den Daumen mal so ganz, ganz grob sagen. Und das ist von der Zeit her in Ordnung, das passt soweit. Ein Toten, ja gut. Bisschen Schund ist immer dabei. Ist halt Natur, ist so, ne? Also es ist, ja, hört sich hart an. Aber es ist halt so. Und deswegen haben wir auch ja auch so viele anderen. Also, würde ich sagen, jetzt sind sie alle noch fit. Und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es wird also hier eine neue Serie geben. Ja, Rottweiler beim Uwe. Genau. Das Wunder der Natur. Wie die wachsen. Jetzt isst sie auch wieder, ne? Jetzt isst sie wieder. Heute Morgen hat sie schon was gegessen? Ja. Und jetzt nochmal wieder. Gut, jetzt brauchst du auch Futter, ne? 2 Tage vorher gar nichts gegessen. Hast du erstmal Hunger da? Ist klar, ne? Ist klar. Morgen, ja. Abend, gar ja. Nicht essen. Und sie braucht jetzt auch wirklich auch jetzt gutes Essen, ne? Also auch wieder jetzt Welpenfutter, ist klar. Kriegt sie auch. Und dann abwechslungsreich, ne? Alles geben hier. Fisch und ne? Gut, Leber, Herz, Innereien da auch jetzt dabei, ne? Das muss auch geben, wenn es ist, ne? Das weiß man jetzt auch wieder nicht, ne? Aber gucken, dass du abwechslungsreich hast dann, ne? Und gutes Futter geben jetzt. Weil Milch. Schon klar. Milchchen. Vorstellung. So viel, ne? Vorstellung. Hey, Kila, komm auch. Kila nicht. Kila nicht gut. Ja, Ella ist ein bisschen. Ui, Ella. Ne? Adolf tut nichts. Adolf tut nichts. Alexander. Si. Alec, oder? Weiß man nicht hier. Aber Adolf hier, alles okay. Ne? Oh, si. Wissen wir nicht. Adolf. Der Papa. Der stolze Papa. Na gut. So Jungs, das war eine lange Nacht. Wirklich, wir sind beide noch total geschafft hier da. Müde wie Sau, aber genug, wir haben es ja hinbekommen hier. Und ja gut, Kira hat das meiste gemacht, ist ja klar. Ne? Aber sonst sind wir zufrieden. 9 Stück. Mehr, wie ich eigentlich jetzt gedacht habe, muss ich sagen. Ne, dass wir die alle lebend rausbekommen, ne? Das war ja schon mal wichtig dann da. Ne? Also gut, das haben wir geschafft. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Es werden also hier noch einige Welpenvideos kommen. Die nächsten Wochen so im ja, gebührenden Abstand, sag ich mal so. Jetzt ist ja noch nicht so, ne? Lustig, süß und knuddelig. Aber warte mal nach 3 Wochen, wenn die dann anfangen jetzt da zu laufen. Ne? Also dann
wird es mal richtig süß und knuddelig hier da. Also das sind ganz tolle Bilder dann, weißt du, also so junge Rottweiler, ne, sind also ganz was Feines, ne, ganz was Knuddeliges dann da. Das kommt aber erst in 3 Wochen. Na gut, aber trotzdem, wir werden mal so hier nach und nach hier was reinstellen, da wie die jetzt gewachsen sind dann da und ne, mal sehen, was alles da so noch kommt. Impfung müssen wir auch noch machen, da fahren wir noch zum Arzt runter. Da kommt noch mal ein Video von, das ist eigentlich recht zeitnah jetzt, ne? Schneiden. Schneiden. Oh ja, schneiden. Oh, wichtig. Ganz aktuell, pass auf, richtig, das müssen wir jetzt ja eigentlich jetzt mit sofort machen. Wer möchte jetzt von denjenigen, die wir jetzt hier einkaufen möchten, mit Route oder ohne Route? Das muss innerhalb von 3 Tagen sein. Also das Video kommt am Dienstag raus, das heißt also morgen kommt das raus. Das passt dann, also zeitnah, also dann sagen hier, hör zu Uwe, ich will deinen jetzt abkaufen und mit Route oder ohne Route. Ne? Preis sind 20.000 und noch könnt ihr das sagen, was ihr haben wollt. Letztes Mal hatten wir es dann nicht gemacht, die haben wir also dann nicht kopiert. Und da kam doch schon mal der Hinweis, Uwe, warum hast du das dann gemacht? Ich hätte doch einen genommen, aber dann nur kopiert. Also, jetzt habt ihr die Möglichkeit, gleich sofort sagen, was ihr haben wollt. Okay? Ich würde sagen, das war's aber jetzt für heute. Wir sind müde. Also heute gehen wir früh schlafen. Schon mal klar. Also gut. Das war's. Und Tschüssle. Immer noch denken. Teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Oh, noch ein ganz wichtiger Hinweis noch. Oje, oje. Nicht, dass da wieder einer mir auf die Finger haut hier. Ne? Also, ich habe den Preis gesagt. Natürlich wird meine Frau das machen und die Hunde verkaufen. Ne? Also ich habe das jetzt hier nur gesagt. Und dann liegt das wie ein am Finger. Und die Uwe, du darfst ja kein Geld verdienen. Macht der Uwe auch nicht. Ne? Ich mache hier nur den Sprecher. Also Geld annehmen macht nur meine Frau. Auf alles geachtet, Uwe, du bist der Beste. Also, das war's. Und tschüssle. ชื่อสเลห้าประเดี๋ยวเลยแซบูดอบิระบัวคืออุ่นเปียตีอุ่นอบูบายอูเวอ๋อ jetzt aber Abo drücken jetzt aber Abo drücken jetzt wird's aber wirklich interessant unten rechts Abo drücken kostenlos bei Uwe da unten rechts auf geht's